Nun ist es also entschieden. Manuel Baum bleibt Trainer des FC Augsburg. Und das trotz Talfahrt auf der Tabelle und massiver Kritik. Aber wir haben natürlich uns kurz geschlossen und haben, sind auch ganz klar einer Meinung, dass wir das mit Manuel Baum durchziehen. Dass Manuel Baum unser vollstes Vertrauen genießt und wir sind alle enttäuscht von der Leistung in der letzten Woche, haben uns da wesentlich mehr erwartet, aber die Spieler selbst eben auch. Und jeder weiß, dass es gilt, auf dem Platz eine Reaktion zu zeigen. Aber es hat uns immer ausgezeichnet, dass wir in schwierigen Phasen zusammenstehen und gemeinsam gegen eine schwierige Situation ankämpfen. Und so werden wir es auch in diesem Fall halten. Ob der FCA den negativen Trend nun wirklich abwenden kann? Nach außen hin geben sich Spieler und Trainer Manuel Baum gefasst und entschlossen. Doch nun steht das Heimspiel gegen den 1. FC Köln an. Ein richtungsweisendes Spiel. Es geht um alles, Klassenerhalt oder Abstieg in die zweite Liga. Wir sprechen natürlich über viel, aber das Entscheidende ist, dass man am Ende des Tages nicht sagt, wir haben dann zu viel gesprochen, sondern wir müssen das einfach mal in die Tat umsetzen. Das finde ich, ist das Wichtigste, dass man es dann auch mal auf dem Platz sieht. Und wir sind uns in der Mannschaft total klar, worum es geht und was wir machen müssen. Aber nochmal, jetzt ist es der Zeitpunkt, dass man es deutlich auf dem Platz sieht. Jeder weiß, um was es ankommt. Jeder weiß die Situation. Jeder weiß, wenn er ins Stadion geht, dann, wenn er alles reinhaut, dann das ganze Stadion steht hinter dir, die ganze Stadt steht hinter dir. Und das ist eine reine Mentalitätssache, dass man einfach rausgezockt. Jetzt reiße ich mir richtig den Arsch auf, jetzt haue ich alles raus und man muss einfach den Kampf einmal annehmen und dann ins Spielerische reinfinden. Und natürlich wird viel darüber gesprochen, aber ja, einfach umsetzen. Das ist natürlich das Schwierigste, aber das ist das Einzige, was zählt im Endeffekt. Im Vorfeld der Partie gegen Köln geht der FCA nun situationsbedingt neue Wege. Um den Kopf frei zu bekommen, bezieht die gesamte Mannschaft ein Kurztrainingslager. Man geht einmal in eine andere Umgebung, man schließt sie da ein, man bereitet sie, weil man enger zusammensitzt, vielleicht nur gezielter auf das Thema vor. Und das ist jetzt auch wichtig, dass wir uns ja, jetzt dann nachher einfach in den Bus reinsetzen und dann so einen Kurztrainingslager machen. Wir haben einen Weg zu bestreiten, alle gemeinsam. Wir müssen das gemeinsam schaffen. Jetzt irgendwas wechseln wäre, glaube ich, ein falsches Zeichen, weil wir alle uns gegenseitig richtig vertrauen und von dem her, Ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Ich denke, das geht ziemlich alles. Der Dani Bayer war jetzt auch lang verletzt. Paul Verhaag war angeschlagen immer mal wieder. Dass sie vielleicht noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, das ist logisch. Aber trotzdem sind sie als Typ und als Charakter extrem wichtig. Und mit ihrer Erfahrung bringen sie natürlich einiges ein. Aber wir haben auch viele andere Spieler jetzt, wie zum Beispiel bei Martin. Und er sagt es ja richtig, da tickt jeder Spieler anders. Und man muss da auch mit jedem anders umgehen und so versuchen wir das Thema gemeinschaftlich zu lösen auch in der Mannschaft und wir versuchen auch da Spieler, die verletzt sind oder wieder zurückkommen, aufzufangen und einfach miteinander in die richtige Richtung wieder zu gehen. Derweil ist der Einsatz von Raoul Bobadilla weiterhin unklar. Wegen Wadenproblemen musste er jetzt wieder das Training abbrechen. Wohin geht die Reise des FC Augsburg? Ganz Augsburg hofft, dass die Mannschaft von Manuel Baum den Klassenerhalt schafft.